Und hallo und herzlich willkommen hier bei Herr der Ringe Online. Wir befinden uns auf den Pelennor-Feldern und sind hier mitten in der Schlacht mit den Reitern von Rohan. Gerade mal kurz abgesetzt, weil ich meine Taschen erleichtert habe. Aber jetzt werden wir weiterziehen. Und zwar zu den Stellen, wo wir jetzt... Wir müssen mit Deowyn reden. In den Reihen der Kämpfenden im Südosten auf dem Feld des Angriffs. Redet mit Sakalbär in den Reihen des Kämpfenden im Südosten. Ja, das sind die zwei, um weiterzukommen. Nebenbei töten wir noch so ein paar Orks und danke, Pferd, dass du hier so einen Unsinn gemacht hast. Hier sind sie. Das letzte Mal haben wir die schwarze Schlange besiegt. Nicht verzagen, mein Freund. Meine Kameraden verleihen mir Mut und ich ihnen. Wir haben keine Zeit für leichte Gespräche. Aber wer Schulter an Schulter kämpft, darf auch das ein oder andere Wort mit seinen Kameraden wechseln. So manch einer hat mir den Grund genannt, aus dem er kämpft. Und ich ihm den meinigen. Ich kämpfe für Winsig, die Liebe meines Lebens und Tarnen von Wildstone. Mit jedem Schlag meines Schwerts sorge ich weiter für ihre Sicherheit und die ihres Volkes. Ja, die kennen wir auch noch als Auswaldstone. Aber was ist mit ihm? Haltet die Stellung! Die Orks kämpfen mit Tücke und den Augen und in den Augen und blutbefleckten Zähnen. Aber die tapferen Männer von Gondor und Rohan werden sie zurückschlagen. Für Imrahil, für Theoden. Gut. Jetzt reden wir mit den Nächsten. Ach, da drüben sind noch welche. Kimiltor, ein Schwanenritter. Ah, die sind halt alle, kämpfen jetzt alle zusammen hier. Das Schlachtglück ist uns gewogen, denn unsere Sache ist gerecht und unsere Anführer stark. Das Morgul-Heer steht kurz vor dem Rückzug. Gimilkor nickt in Fastrids Richtung. Ich habe bisher nur wenig mit diesem Fastrid gesprochen, aber das Blut scheint heiß in seinen Adern zu fließen. Wenn er diesen Unhold findet, diesen Krummgarm, wird er sich kaum beherrschen können. So sollen alle unsere Feinde enden und so werden sie auch enden. Ja, der Fastrid will ja persönliche Rache hier. Rache an ihm üben. Deowyn kämpft, um Tarnin Winsig von Wildstone zu schützen. Könnte er sie fragen, würde sie ihm sagen, dass Krummgarm sterben muss. Denn sie hat erlebt, wie dieses Scheusal nach Schneegrenze kam und meine Familie bedrohte. Solange er am Leben ist, ist niemand in Rohan vor seiner Bosheit sicher. Findet Krummgarm, findet ihn und macht ihm ein Ende, Nodre. Nichts anderes ist mir wichtig. Gut, sucht auf der Ostseite nach Krummgarm. Gut. Dann werden wir jetzt halt eine kleine Spezialquest machen und... Ah, danke fürs Folgen, Jakra. Dann suchen wir jetzt mal nach Krummgarm. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn hier nicht. Ich sehe ihn hier nicht. Ich soll im Osten suchen. Ne, im Norden muss er sein. Im Norden, hier oben. Ja... Da ist ein abgeworfener Rohr. Ihr seht keine Spur von Krummgarm, aber die abgeworfenen Rohre brauchen eure Hilfe. Abgeworfener Rohr. Ich muss auf ein anderes Pferd finden. Gott. Fastrid reitet da hinten wieder. Eure Worte fallen auf fruchtbaren Boden und er macht sich auf die Suche nach einem anderen Pferd. Hier liegen noch mehr abgeworfen. Ah, komm auf die Beine, Junge. Ein Mann muss, der Markt muss reiten. Sucht euch ein Pferd. Irgendwo findet ihr noch eins. Gut. Jetzt müssen wir genug Feinde noch töten auf den Pelennor-Feldern. Da drüben. So, reiten wir jetzt. Wir reiten durch die durch.
Und da nochmal eine ordentliche Horde Pferde. Sind die gerade rückwärts geritten? Oh, man kommt hier kaum durch. So eng ist es. Okay, sitzen wir ab. Machen wir das halt ohne. Da drüben sind noch welche. Kehrt zu Theoden zurück. Ne, Krumgran haben wir jetzt nicht gefunden hier. Fastred, hast du ihn gefunden? Na gut. Wo ist Theoden? Immer noch hier hinten? Yep. Gut, Theoden. Dies ist die Stunde unseres Siegs und niemand stellt sich uns entgegen. Gut gemacht. Manch reiterloses Pferd hat nun wieder einen Meister gefunden. Dies ist die Stunde unseres Sieges und niemand stellt sich uns entgegen. Wenn ihr eine kleine Gefährtengruppe habt, solltet ihr euch nun dem Weltbeitritt der Instanz Blut der schwarzen Schlange stellen. Ach so. Nicht gerade eben, sondern jetzt erst stellen. Das heißt, die geben einem quasi Hinweise, wann man das machen soll, wann die Quest, die Instanz-Quest in diese Sache reingeht. Okay, die habe ich schon gemacht das letzte Mal. Dementsprechend haben wir sie schon besiegt. Wir holen uns nur mal gerade einen unsinnigen Gegenstand. Bleib dicht bei meinem Bannerträger. Buch 6, Kapitel 2. Der Tod wird euch holen. Gutlaf, hisst euer Banner gen Himmel und zeigt den Truppen unserer Feinde, dass Rohan nicht wanken wird. Bleib dicht bei meinem Bannerträger, Nodrib. Es gibt genug für Ruhm für uns alle, wenn wir nur mit mutigen Herzen der Dunkelheit trotzen. Vorwärts, Eolingas! Gut, machen wir. Möge die Macht Theodens und Rohans unsere Feinde in die Flucht schlagen! Ihr habt recht, Nodrib. Möge die Macht Theodens und Rohans unsere Feinde in die Flucht schlagen! Mit dem Stolze meines Vaters und seines Vaters Vater trage ich das Banner meines Herrn in den Kampf. Seid ihr bereit für einen weiteren Angriff auf den Feind? Natürlich, steigt auf euer Pferd, sprecht mit Gutlaf und reitet erneut in die Schlacht. Jawohl! Für Rohan und für Theoden! Wir sind schon ein gutes Stück näher gekommen jetzt, ne? Oh ja, wir sind jetzt schon in der Mitte. Gutlaf. Für Ruhm und Ehre, lasst uns zu König Theoden reiten und das Feld vor der Stadt sichern. Reitet mit Gut. Zum König! Ja, nicht so schnell, Mann. Das Pferd ist viel zu schnell. Zu mir, Eolingas. Fürchtet keine Dunkelheit. Nazgul. Er ist umgefallen. Das Pferd liegt auf ihm drauf. Das ist deren Helm. Niederstrecken, wenn ihr ihn anrührt! Ah!
Hat er den kleinen Hobbit übersehen? Bewacht Theoden in dessen letzten Augenblick. Na, doch Brandybock. Mein Herr. Lebt wohl, Meister Meriadoc. Ich gehe nun zu meinen Vätern. Und selbst in ihrer mächtigen Runde werde ich mich nicht schämen. Vergebt mir, dass ich euch nicht gehorcht habe, mein Herr. Es ist verziehen. Wenn ihr friedlich an eurer Pfeife sitzt, dann denkt an mich. Aber wo ist Eomer? Er muss nach mir König sein. Und ich möchte Eowyn eine Nachricht senden. Sie wollte nicht, dass ich gehe. Mein Herr, sie ist... Da ist Eomer. Theoden nickt euch kurz zu. Er möchte eigentlich mit euch sprechen. Oh, Gargilos, vielen Dank fürs Folgen. Wo ist denn Eowyn? Ist da eher Überreste von Deowyn? Da drüben liegt Eowyn. Sie liegt da. Meine Reise ist hier zu Ende, Nodreb. Doch Rohans Weg geht weiter. Theoden nickt schwach. Nehmt das Banner, wo es zu Boden fiel, und gebt es Eomer. Er muss Rohan führen. Gott, nehmen wir das Banner auf. Hier, Eomer, nehmt es. Eomer nimmt euch das Banner schweigend aus der Hand und reckt es gen Himmel. Lang lebe der König der Mark. Reitet nun zum Sieg. Sagt Eowyn, lebe wohl. Trauert nicht zu sehr. Mächtig war der Gefallene. So war auch sein Ende. Wir werden trauern, wenn sein Grabhügel errichtet wurde. Cleovine, ihr werdet ein Lied für die Toten schreiben, damit sie niemals vergessen werden. König Theoden. Teufelei ist das? Tod! 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 Der Tod soll uns alle holen! Tod! Reitet ins Verderben! Tod! 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 Na gut. Na gut, Cleovine. Ein schlimmer Tag für Rohan. Theodens Taten waren mächtig, selbst am letzten Tag seines Lebens. Aber sein Tod ist ein schwerer Schlag für das Königreich. Und dann auch noch die Herrin Eowyn zu verlieren. Mein Verstand kann diesen Schrecken kaum begreifen. Ich will gar nicht an die Straße denken, die sie hierher geführt hat. Wusste denn niemand, dass sie sich den Truppen angeschlossen hatte? Hat niemand etwas gesagt?
Ich ertrage es kaum. Mein Herz folgt dem heißblutigen Ansturm ihres Bruders auf die Reihen des Feindes. Möge er von seinem Wahnsinn erwachen, ehe er sich selbst ein Leid zufügt. Er muss nun König sein. Rohan darf ihn nicht auch noch verlieren. Die Männer von Rohan brauchen einen Anführer. Buch 6, Kapitel 3. Die Macht der Verzweiflung. Theoden ist gefallen und Eomer vorangestürmt und irgendwo verschollen. Die Männer von Rohan brauchen einen Anführer, oder sie werden von derselben Verzweiflung gepackt, die bereits mir den Mut geraubt hat. So dürftig er auch gewesen sein mag. Wo ist Elfhelm? Findet ihn! Vielleicht kann er den Mut der Rohirrim an diesen kritischen Wendepunkt der Schlacht erneut entfachen. Müssen wir jetzt Elfhelm finden. Na gut, da drüben ist Bregdal. Und da drüben ist Elfhelm. So, jetzt gehen wir erstmal zu Bregdal. Der berittene Bote, was hast du? Nodreb, ich wünschte, wir hätten uns unter besseren Umständen wieder gesehen. Hier sieht es nicht gut aus und unsere Kräfte schwinden. Sicher habt ihr von König Theodens Tod erfahren. Wenn Elend ein Gesicht trägt, dann sicher das dieser Schlacht. Aber wir geben nicht auf. Mir wurde berichtet, dass in der Stadt gekämpft wird, und ich habe über die Stadt eine elende Bestie kreisen sehen, Nodreb. Ihr kennt die Stadt besser als die meisten. Begebt euch mit allen Kriegern, die ihr finden könnt, nach Minas Tirith. Wir müssen Denethor schützen. Wird die Blutlinie des Truchses beendet, ist alle Hoffnung für Gondor verloren. Ich werde hier bleiben und an der Seite der Männer von Rohan kämpfen. Beeilt euch. Ja, das machen wir aber erst, wenn uns das Buchquest dazu sagt, dass diese Instanz laufen soll. Besiegt die Düsteren, den Düsteren aus Nurn. So, ach, da drüben ist Elfhelm. Denn wir reden jetzt erstmal mit Elfhelm. Die Schlacht geht weiter. Cleovine spricht die Wahrheit. Cleovine ist ein Bade und kein Krieger, aber seine Worte sind wahr. Theodens Tod wird den Rohirrim schwer zusetzen. Werden sie verzweifeln und die Waffen strecken, so wie der Bade es fürchtet? Oder werden sie wie Eomer in Wut und Rache aufgehen? Mein Sohn Elfmar ist Eomers Vorbild gefolgt und kämpft nun mit neuer Kraft. Der Feind sammelt sich südlich und nordöstlich von Königsend. Nodreb, kundschaftet diese Lage aus und erschlagt alle Feinde, die ihr nur finden könnt. Der Tod dieses schrecklichen Geists, wenn man es denn Tod nennen kann, hat möglicherweise Chaos in den Reihen unserer Feinde gesät. Das hoffe ich zumindest. Nun gut. Spielt das Schlachtfeld aus. Okay, so. Nordöstlich und südlich von Königsend. So, nordöstlich ist in die Richtung. Na, ist... Hier ist Imrahim, der kämpft. Aber das ist nicht nordöstlich. Nordöstlich ist in die Richtung. Ein Morgulwag. Na, den wollen wir besiegen. Da sind noch mehr. Die Felder. Na, oh, jetzt bleibe ich an diesen eigenen Barrikaden hängen. Was? Moment, nordöstlich von was? Von Königsend. Ja. Das ist das hier, ne? Komm, stirb endlich. So. Hier geht's nicht weiter.
Also muss ich doch hier gewesen sein. Hier weiter hier durchgehen oder was? Hier kann ich hinlaufen? Da hinten kann ich sogar noch weiter hingehen. Der Kampf tobt wie wilder denn je, als tödliche Truppen aus Mordor das Feld. Okay. So. Später Schlachtfeld südlich von Königsend aus. Okay, also im Nordosten sind noch weitere Truppen. Ach, das ist genau das Eckchen hier, ne? Genau. Ja. Das war jetzt ein bisschen komisch, also nicht ganz so genau. Aber da haben wir das. Da ist Königsend. Und jetzt gehen wir südlich. Schauen wir mal, was südlich ist. Die ganzen Orks werden vernichtet. Und hier haben wir noch so komischen Wag. Das Schlachtfeld ist von Leichen übersät. Orks, Haradrim, Rohirrim und Gondora. Na gut, mal gucken, was Elfhelm dazu sagt. Ich werde dafür sorgen, dass sie dafür bezahlen. Mein Sohn ist gefallen. Ein entsetzlicher Olokai ist durch die Reihen gestürmt und hat elfmal zerschmettert. Als der sich ihm entgegenstellte, mit jedem Schwung seiner blutgetränkten Waffe, schrie das schreckliche Ungetüm seinen Namen. Trugrad, brüllte es immer und immer wieder. Ich höre seinen Namen immer noch, wie ein endloses Echo in meinem Kopf. Trugrad, Mörder meines geliebten Sohns. Elfmar, ich werde dich rächen. Ich werde sie für das Land bezahlen lassen, dass sie uns für das Leid bezahlen lassen, das sie uns angetan haben. Sie in die Dunkelheit des Todes zurücktreiben und ihre Ohren vom Widerhall unseres verwünschungen ringen lassen. Im Namen von König Theoden und Elfmar, meinem Sohn, werde ich nicht ruhen, ehe nicht der letzte Ork gefallen und Trugrad an seinen eigenen Namen erstickt ist. Auf dass er nie wieder gehört werde. Ein lauter Schrei gellt aus der Richtung von Königsend. Was ist denn jetzt los? Finde ich heraus, was bei Königsend passiert ist. Okay, also du, Elfmar, ist auch jetzt dem Rache-Wahnsinn empfallen. Ihr seht Horn dort stehen, wo Theoden gefallen ist. Vielleicht weiß er, was vor sich geht. Horn, was ist los? Ja. Ich habe heute viele Freunde verloren. Oh, Notrep. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich habe heute schon viele Freunde verloren. Und die Sonne steht noch nicht einmal hoch am Himmel. Es wird noch mehr Tote geben. Ihr hört Trauer in Horns Stimme. Und auch etwas anderes. Müde. Resignation. Gefährliche Entmutigung. Ihr fragt ihn, was den plötzlichen Aufruhr soeben verursacht hat. Es war schrecklich. Männer brachten Theoden und Eowyn in die Stadt, wo sie in Frieden ruhen werden. Wir sahen in einer kurzen Atempause aus der Ferne zu, wie ihre Leichenträger auf die Tore zuhielten und fast erreichten. Doch bevor sie die Stadt betreten konnten, schoss ein Nazgul herab und versuchte, Theodens Leib zu ergreifen. Wir schrien entsetzt auf, denn wir waren zu weit entfernt, um eingreifen zu können.
Das war der Lärm, den wir gehört haben. Noch während wir verzweifelten, flammte auf einmal ein heller Blitz auf, der den Nazgul zurückstieß. Gandalf trieb ihn davon und die Leiber unserer Toten konnten sicher in die Stadt gebracht werden. Aber es war schrecklich knapp. Wie viel mehr Leid könnten uns diese Geister denn noch antun? Nicht noch mehr, so hätte ich gedacht. Doch ihr verzehrender Hass scheint kein Ende zu finden. Wie sollen wir diesen Tag überleben? Ich weiß nicht, ob ich den Willen aufbringe, weiter zu kämpfen, Nodrib. König Theoden, die Herrin Eowyn, so viele andere. Aber Eowyn ist doch gar nicht tot. Horns Vater Ingbert ruft euch zu sich. Jetzt weiß ich wieder, wo ich Ingbert herkenne. Das ist Horns Vater gewesen. Ich habe nie viel von Zauberern gehalten, aber Gandalf hat König Theodens Leib vor den abscheulichen Plänen dieses Geists gerettet. Unsere Toten wurden in die Stadt gebracht und wir werden um sie trauern, wenn die Schlacht geschlagen ist. Hört nicht auf Horns verzweifelte Worte. Sie sind nicht mehr als oberflächlich. Hat auch er einen harten Kern, selbst wenn er das vor einer Woche noch nicht behauptet hatte. Er wird zurückkommen. Er hat bereits mehr Orks erschlagen, als ich Finger an der Hand habe. Und bis zum Ende der Schlacht werden ihn zweifelslos weitere folgen. Das Heer von Mordor scheint einen anderen Befehlshaber zu haben. Buch 6, Kapitel 4. Der Feind ist neu erwacht. Die feindlichen Truppen wurden von dem Geist befehligt, der Theoden und die Herrin Eowyn mordete. Wenn sein Tod die Armeen Mordors zur Flucht getrieben hätte, wäre dies längst geschehen. Nodrib, ich vermute vielmehr, dass ein neuer Kommandant den Befehl über die Truppen übernommen hat. Nördlich von hier rasten ein paar Soldaten Gondors und schöpfen neue Kraft. Geht zu ihnen und findet heraus, ob sie etwas über die Aufstellung des Feindes wissen. Ja, redet mit Forlong und mit Hirluin. Ja, natürlich. Die kennen wir doch sogar. Forlong! Der Dicke! Da ist er. Es war ein schwerer Kampf und ich bin noch ganz berauscht. Hirluin hier hat sogar ein wenig geschwitzt und ich wage zu behaupten, dass sein hübsches Haar bald ganz zerzaust sein wird. Ich werde eine ganze Flasche von Bärens Blut brauchen, dem Wein unserer Jugend, um nach dem Kampf meinen Durst zu löschen. Was sagt Hirluin? Nur eine kurze Atempause, ehe wir uns erneut ins Gefecht stürzen. Ich habe noch keinen neuen Befehlshaber unter den Truppen des Feindes entdeckt. Aber es muss ohne Zweifel einen geben. Die Armeen Mordors greifen immer noch an. Wären sie ohne Anführer, würden sie höchstwahrscheinlich fliehen. Ihr wart ja eine gute Hilfe, ihr zwei. Na gut, dann, was sagst du? Sie wussten nicht, welch böse Macht nun die Armeen Mordors befehligt. Es spielt keine Rolle. Wir werden sie mit oder ohne Anführer vom Schlachtfeld fegen. Wir müssen zurück in den Kampf, Nodrib. Sprecht mit mir, sobald ihr bereit seid, euch erneut in die Schlacht zu stürzen. Sprecht mit Ingbert und schließt die Instanz. Der Feind ist neu erwacht ab. Warum kann ich das mit dem düsteren Nuren? Na gut, dann machen wir das mal. Gut, machen wir das. Der Hexenkönig von Angmar ist tot, aber der Kampfeswillen der Truppen des Feindes ist ungebrochen. Anstatt beim Anblick des Todes ihres Herrn zu fliehen, wird ihre Entschlossenheit von zahllosen neuen Feinden gestärkt, die aus Osgiliad strömen. Welcher andere Befehlshaber könnte solch ein Heer gegen Gondor führen? Ja, das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, wer ein Heer wie dieses nach dem Tod des Hexenkönigs anführen könnte. Die Felder sind blutgetränkt und der Kampf tobt weiter. Doch wir müssen mehr über diesen neuen Befehlshaber herausfinden. Wer könnte eine Armee wie diese nur kommandieren, ohne dass die Schlacht ins Stocken gerät? Wie die Verstärkung vor ihm, wird auch er sicherlich aus Osgiliath kommen. Aber wenn wir hier bleiben, werden uns seine Truppen überwältigen. Lasst uns besser eine befestigte Position suchen und hoffen, dass wir herausfinden, wer er ist. Wer auch immer jetzt die Armeen des Feindes führt, er ist kühn. In der Tat. Uns hier zwischen den Truppen auf den Feldern und denen in Osgiliath festzunageln, ist kein kluger Plan. Aber ich werde es nicht erlauben. Notrip, wir müssen sofort los. Eomer ist nach Süden zum Hügel geritten. Wir sollten ihm nach und uns dort gemeinsam ihn stellen. Ja, aber dazu müssten wir nach Süden und nicht nach Norden. Wir werden nicht ruhen, unsere Feinde nicht von... nicht ruhen, ehe unsere Feinde nicht von diesen Feldern getilgt sind. Held! Ihr kennt diese Männer? Ihr habt die Duilin und Dirufin entdeckt. Ein Weg durch die Bahn? Es tut gut, euch zu sehen, mein Freund. Aber seid leise, sonst hören uns die Mumakil. Noch ein Freund von euch, nehme ich an? Ich bin Duilin. Das ist Dirufin. Wir sind Brüder aus dem Schwarzgrundtal und wollen unsere Gefallenen rächen. Diese Mumakil werden fallen und ihre Reiter abwerfen, das schwöre ich. Ich bin immer noch dabei. Notrip, ich vertraue eurer Wahl, der Verbündeten. Aber wie sollen wir dort vorbei? Eine riesige Kreatur mit nahezu 20 Männern auf ihren Rücken. Wie können wir so einen Gegner töten? Nur ein Pfeil direkt ins Auge kann diese Bestien töten. Ihre Haut ist hart wie Stein. Uns ist dies schon einmal gelungen und wir werden es wieder tun. In der Tat, solange ihr fort wart, haben wir 4 von ihnen getötet, die es gewagt hatten, sich der Stadt zu nähern. Oh, sehr gut. Wenn ich diese Augen dieser Bestie ausgeschossen habe, können wir zum Orklager vorrücken. Die Mumakil sind viel zu groß, um uns hierher folgen zu können. Wir werden sie blenden und dann aus der Deckung dieser Orkzelte heraus weiter angreifen. Bereit, Bruder? Ich werde vorgehen. Natürlich, bleibt zurück, Freunde, und überlasst uns diese Bestie. Bestien. Sieh mich an, Bestie von Harad. Dirufin, jetzt! Ihr werdet flankiert. Lauft, Junge, lauft! Ah, eine ihrer Pfeile. Bruder, was ist geschehen? Duilin, nein! Das war's mit Duilin. Duilin! Geht, mein Freund, ich werde sie ablenken. Nein, lauft nicht in euren Tod. Mir nach, du abscheuliche Bestie, folg mir und stirb. Als sich der Mumak... Wie schrecklich, was für ein schlimmes Ende. Als der Mumak aufbäumt und... stampft, hört ihr Dirufin aus der Ferne aufschreien. Dann ist es still. Die Brüder aus dem Schwarzgrundtal sind gefallen und haben die Mumak hier rasend gemacht. Behalt euch, sonst teilen wir ihr Schicksal vor dem Ende der Schlacht. Wo sind wir denn jetzt? Die Mumakil haben euch nicht verfolgt. Dafür werdet ihr von Orks eingedeckt. Für Rohan und für Gondor. Komm, Ingvard. Lass weiterkämpfen. Waffen weg. Ork, dann kriegt ihr einen schnellen Tod. Ah, einer dieser Pferdemenschen.
Rösse haben mich an meine Waage schon satt gemacht. Labt euch an ihrem Fleisch, meine Lieblinge. So, die sind weg. Komm, Notrep, wir müssen uns beeilen. Seht ihr den Hügel? Dort müssen wir hin. Da hinten ist noch einer. Das Leid von Khan. Halt, mein Freund. Wir können nicht weiter. Seht nur. Eine der abscheulichen Bestien des Feindes labt sich an einen dem Toten. Der bloße Anblick dieses schwarzen Reiters erfüllt mich mit Grauen. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ach Mist, der steht im Weg. Den können wir nicht besiegen. Der hat 9 Millionen. 9,9 Millionen. So, jetzt haben wir einen Umweg gemacht. Und jetzt laufen wir an der Seite an ihm vorbei. Ihr entdeckt Prinz Imrahil und seine Schwanenritter. Männer in glänzend blauer Rüstung. Und einer von ihnen scheint der Hauptmann zu sein. Ein Prinz, sagt ihr? Sie werden angegriffen. Wir müssen ihnen helfen. Ja, wir müssen unbedingt Imrahil helfen. Haltet Stand! Wir haben noch nicht verloren! Ihr kommt gerade recht, Notrep. Und wer ist dieser Krieger? Die Südländer geben nicht nach. Bleibt standhaft! Noch mehr. Sie sind rasend vor Wut, schreien von dem Tod ihres Königs. Die Haradrim haben ihren Angriff für einen Moment eingestellt. Das ist eure Gelegenheit, den Hügel zu erreichen. Ich bin froh, dass wir euch helfen konnten, Prinz Imrahil. Ich bin der Gräf Ingbert von Rohal und mein Begleiter scheint ihr wohl zu kennen. Wir wollen zum Hügel. Schließt ihr euch uns an? Unsere Truppen sind verstreut, im besten Fall. Im schlimmsten sind sie tot. Wenn wir den Sieg erringen wollen, müssen wir euch zum Hügel folgen. Lasst uns gehen. Dann sollten wir uns beeilen, bevor uns der Feind hier überwältigt. Dann auf zum Hügel. Shit, da ist das Vieh. Wir bleiben bei Ingbert. Olang, gefallene Reiter. Zur Seite. Habt ihr nicht gehört? Der König kehrt endlich aus Minas Ithil zurück. Ihr sprecht nichts als Lügen. Der letzte König ist tot. Ein Geist mit einer Krone ist kein König. Die Truchsesse sind nichts als Heuchler, Feiglinge, die sich der Macht unseres Königs widersetzt haben. Nachen, Gosmog, befehligt deine Heere, Mordos und Minas Morgul. Ihr habt nur gegen einen kleinen Teil seiner Truppen gekämpft. Erst wenn es zu spät ist, werdet ihr... Der Weg ist frei. Wir müssen los, solange wir die Gelegenheit haben. Trotzdem, ich fürchte, wir dürfen die Drohung des Geistes nicht einfach vergessen. Der
Geist redet schlecht über die Toten. Ich will seinen Worten keinen Glauben schenken. Wir haben eher nur an die Tücke des Feindes verloren oder seine eigene Unüberlegtheit. An einem Tag wie heute ist keine Zeit für solchen Ärger. Mitten im Getümmel dieser Schlacht. Als wir weiter kämpften, sah ich einen kühnen Reiter von Rohan mit seiner Kompanie nach Süden vorstoßen. Sie nannten ihn Eomer und sangen und erschlugen unsere Feinde, als sie an uns vorbeigaloppierten. In ihm loderte heller Zorn, denn er und seine Brüder schrien laut von Tod und Zerstörung. Wenn wir die neue Stärke des Feindes und die Macht von Ghostmog überleben wollen, müssen wir zu Eomer auf den Hügel stoßen. Ja, dann müssen wir das wohl, ne? Da drüben ist Breckdal. Ich glaube, ich hätte die andere Quest schon längst machen müssen. Ich glaube, der Regen fällt auf unser letztes Gefecht. Wir sind umzingelt, Notreb, und ich glaube, der Regen fällt auf unser letztes Gefecht. Als meine Männer auf die Hügelspitze um mich versammelten, flog ein Pfeil bis zu uns herauf und streckte Dunhir nieder. Seht nach deinen Wunden und sagt mir, ob er sie überleben wird. Ich fürchte das Schlimmste. Ja, und den düsteren Nurn besiegen wir jetzt auch, aber den besiegen wir in der nächsten Folge. Bis gleich, sagt der Captain.